Jetzt muss ich davon ausgehen, dass auch hier herinnen möglicherweise der ein oder andere, wenn es zwei sind herinnen, ist es eh überdurchschnittlich viel, aber doch vielleicht zwei herinnen sitzen, die mit mich nicht zufrieden sind. Das kann passieren. Einfach vielleicht, weil man nicht so ausschaut, wie man gerne ausschaut hätte. Wenn man jetzt einfach nur zu blatt ist, ist man selber schuld, muss man weniger fressen. Nur was machst du, wenn du schier bist? Oder dass man ganz einfach nicht das geworden ist, was man gerne geworden wäre. Oder es kann auch sein, dass man unzufrieden ist, weil man sich ja selbst gut kennt und weiß, dass man nicht so ist, wie man gerne eigentlich war. Nicht? Weil man ein bisschen neidig ist, ein bisschen gierig, ein bisschen eifersüchtig, ein bisschen zornig, ein bisschen verurteilend. Ja, also ein richtiger Ungustel sozusagen. Ja? Und all diesen, was heißt all, es sind ja nur zwei, jetzt bitte nicht aufzeigen in dem Fall, es wäre ein Eigengewicht von der Mittelauflage. Und diesen beiden Herrschaften möchte ich mit dem heutigen Vortrag etwas Mut machen. Falls es bei Ihnen zutrifft, dann scheißen Sie auf das depperte Ich, hauen Sie ganz einfach aufs Wir und Sie fallen nimmer auf. Das heißt also, viele gestörte X ergeben offenbar ein gestörtes Wir. Geben Sie mir da recht? Ja, genau. Das ist ja auch logisch. Ist aber trotzdem falsch. Vollkommener Blödsinn. Natürlich. Mathematisch stimmt das, keine Frage. Vielleicht sogar auch grammatikalisch, das kann ich mir nicht beurteilen, weil in Deutsch bin ich nicht so gut, wie Sie eh hören. Aber viele X sind doch eigentlich nur viele X. Muss man deswegen einen festen Clasher haben, nur weil wir viele sind? Jetzt ganz ehrlich. Also, das heißt, ist es vielleicht eher umgekehrt, dass das Wir unser Ich erzeugt? Überlegen Sie mal, wenn wir, wie im ersten Teil ausführlich besprochen, als kleine göttliche Lebewesen auf die Welt kommen, das Licht der Welt erblicken, dann haben wir keine Ahnung, was wir sind. Erst durch die anderen, in dem Fall Papa und Mama, erkenne ich, wo ich eigentlich bin. Und denke mir, Alter, das kann jetzt aber nicht sein. Geschlechte. Aber mitgefangen, mitgehangen.